Was war diese Woche noch? Es war natürlich SPD-Sonderparteitag in Wiesbaden. Es wurde der neue SPD-Vorsitz gewählt. Wieder mal, das ist ja mittlerweile bei der SPD fast ein jährliches Event. Das war nicht immer so. Kurt Schumacher zum Beispiel war damals ziemlich lange SPD-Vorsitzender. Dann Erich Ollenhauer war auch ganz lange SPD-Vorsitzender. Dann bis 1987 Willy Brandt. Dann aber wurde es irgendwie immer doller. Hans-Jochen Vogel, Björn Engholm, Rudolf Scharping, ne, Lafontaine, dann kam Schröder, dann kam Müntefering, dann kam Platzek, dann kam Beck, dann kam Gisdol. Und jetzt? Man kommt gar nicht mehr hinterher. Und jetzt eben gerade zur Zeit, eben Momentaufnahme, jetzt ist es Andrea Nahles. Und ja, hier hat sie gerade mal die privaten Klamotten an. Sie war natürlich, wenn man es jetzt realistisch sieht, die Einzige, die überhaupt eine Chance hatte. Scholz ist zu langweilig, Schwesig ist zu jung, Schäfer-Gümbel komplett ungeeignet. Alle beide. Trotzdem hat Andrea Nahles ein ziemlich schwaches Ergebnis eingefahren, 66%. Sehr wenig. Aber Nahles versucht das Beste draus zu machen. Wenn man sich auf den Kopf stellt, sind es schon 99. Also fast 100, wie Martin Schulz. Und man kann ja jetzt seit Martin Schulz eigentlich das Wahlergebnis immer umrechnen. Wie lange wird sie bleiben? Das ist ja der Schulzsche Dreisatz. Nahles dürfte ungefähr 219 Tage lang dieses Amt bekleiden. Es gab eine Gegenkandidatin, Simone Lange aus Flensburg. Also Nahles gegen Lange. Das war das große Duell. Und was Andrea Nahles von ihrer Herausforderung gehalten hat, das hat ein Blick doch sehr deutlich gezeigt. Hier. Na? Wollen wir doch mal sehen. Fräulein, warte nur ab, du kriegst mich nicht klein. Viele in der Partei waren genervt, dass da überhaupt noch jemand anderes angetreten ist. Und während der Rede von Simone Lange wurde noch einfach durch die Bank Langeweile demonstriert. Ich bin heute eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD, damit wir die SPD in Zukunft wieder zur Gewinnerin machen können, nicht nur in Deutschland. Ich bin heute die Richtige für echte Erneuerung der Sozialdemokratie. Simone Lange hat nur halb so lange geredet wie Andrea Nahles, aber sie hat wirklich alles dafür getan, dass einem ihre Rede nicht so kurz vorkam. Und diese Frau hat wirklich, immerhin, auch diese Frau hat aus dem Stand 28% bekommen. Ist doch Wahnsinn. Die haben wirklich in der SPD, die haben bewusst neben das Rednerpult kein Buchsbaum gestellt, weil sie Angst hatten, am Ende kriegt der Buchsbaum ein besseres Ergebnis als die Nahles. Dabei hat Andrea Nahles. Dabei hat Andrea Nahles eine Bewerbungsrede gehalten, die es wieder mal in sich hatte. Eine Rede, die bei vielen Deutschen sofort etwas ausgelöst hat, etwas bewirkt hat, und zwar Hörstürze. Ja, en masse. Und begonnen hat sie ihre Rede erstmal mit wirklich neuen, überraschenden Erkenntnissen. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Andrea Nahles. Da war ich froh. Ich hatte kurz Angst, es wäre wieder Sigmar Gabriel mit einer komischen Perücke. Aber eins verstehe ich nicht. Warum ist eigentlich bei Nahles immer Kindergarten? Wir wählen zum ersten Mal in unserer Geschichte eine neue Vorsitzende. Vorsitzende! Da saß ich vor dem Fernseher und dachte kurz, vielleicht wäre es besser, wenn ich jetzt umschalte. Aber dann wurde mir klar, was sie meint. Es geht ihr natürlich darum, die SPD ist die Partei der Emanzipation. Die SPD hat zum ersten Mal eine Frau an der Spitze. Und das nur 38 Jahre nach den Grünen, 18 Jahre nach der CDU, 8 Jahre nach den Linken und 5 Jahre nach der AfD. Damit hätte keiner gerechnet, dass die SPD es noch vor dem Vatikan schafft, eine Frau an die Spitze zu wählen. Andrea Nahles mag ihre SPD, das ist völlig klar. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Sie hat die SPD als ihre Heimat verteidigt, als Hort der Demokratie und der Zukunft. Und wie hat sie es so schön formuliert? Wir sind nie bereit hinzunehmen, wenn auch nur ein Einzelner unfair behandelt wird. Ich glaube, das war der Moment, wo Martin Schulz mal ganz kurz rausgegangen ist, um in die Hydrokultur zu kotzen.